Frau Swarczyk, das historisch beste Ergebnis für die FPÖ jetzt weit über 20%. Worauf führen Sie es zurück? Ich glaube, es war eine Gesamtgemengenlage. Also wir haben in den letzten Wochen schon gemerkt, dass der Wunsch nach Veränderung da ist, auch der Wunsch nach Veränderung in der Landesregierung, in der Konstellation. Und ich glaube, wir haben einen wirklich guten Wahlkampf auch geführt und ja, heute fahren wir das Ergebnis ein. Welchen Anspruch leiten Sie jetzt aus dem Wahlergebnis ab? Ich glaube, es ist sehr eindeutig, was der Wählerwille ist, nämlich dass die Freiheitliche Partei in Salzburg Verantwortung übernimmt. Und ich gehe davon aus oder hoffe, dass die anderen Parteien und insbesondere auch die ÖVP diesen Wählerwillen akzeptiert und respektiert. Das heißt, Schwarz-Blau, das wäre so Ihre Wunschkoalition, weil es gäbe ja noch eine Option. Nach derzeitigem Stand der Dinge ginge sich auch Blau-Rot aus. Also wir haben immer gesagt, der als erster durchs Ziel geht, das ist ja noch nicht ganz ausgemacht, das Rennen um Platz 1, aber der als erster durchs Ziel geht, der wird eine tragfähige Koalition auch zu bilden versuchen. Wenn das die ÖVP ist, dann wird es auch, wer auch immer morgen noch ÖVP-Chef ist, wird das dann übernehmen. Gehen Sie davon aus, dass Wilfried Haslauer nicht mehr ÖVP-Chef ist? Also bei einem solchen Wahlergebnis würde zumindest ich den Hut nehmen. Was die ÖVP daraus ableitet, liegt nicht in unserer Hand. Und wenn die ÖVP den ersten Platz verliert, dann hat er ja schon angekündigt, dass er zurücktreten wird. Aber das wissen wir jetzt ja noch nicht. Aber ist Blau-Rot jetzt ausgeschlossen? So ganz haben Sie es jetzt nicht ausgeschlossen? Je nachdem, wer Platz 1 schafft. Also wenn Platz 1 überbleibt am Ende des Tages? Wir werden natürlich auch mit der SPÖ reden, sollten wir den Platz 1 schaffen. Und dann wird man schauen, welche Inhalte man mit wem durchbringt. Danke fürs Kommen. Danke.